Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, war ich beim Friseur. Der ist halt ganz wieder kurz. Und ich habe tatsächlich ab und zu mal das Handy rausgeholt und ein bisschen was gefilmt. Deswegen ab in den Friseursalon. Seht ihr das? Ich weiß nicht genau, wie gut ihr das sehen könnt. Hier unten ist alles wieder total pink. Meine Spitzen sind wieder pink. Ursprünglich waren die ja mal bis hier oben hin pink. Und mittlerweile sind die so weit rausgewachsen. Und eigentlich dachte ich, dass meine Spitzen so kaputt sind, dass ich die kaum noch pink kriegen werde hier unten. Aber sie sind doch noch sehr, 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 sehr schön pink geworden. Als Alternative zu meinen Spitzen, weil ich nicht mehr so viel blondieren will tatsächlich, habe ich mir hier die Strähnen, seht ihr das? Hier die Strähnen machen lassen. Die sind hier so schön drunter. Ich finde das total cool. Ich finde die halt hier wesentlich dezenter. Also kommt halt immer so drauf an, wie man es trägt. Wenn ich es so nach hinten mache, sieht man sie natürlich mehr. Ich bin total zufrieden damit. Mein Sidecut ist ein bisschen kurz momentan, aber das dauert ja nur ein paar Tage. Dann ist er wieder altbekannt lang. Aber ja, ich hatte halt eigentlich gedacht, dass meine Spitzen unten total kaputt sind und dass die halt runter müssen. Aber sie hat gesagt, die sind eigentlich nur trocken. Und normalerweise nehme ich ja Schauma als Shampoo, aber da hat sie auch gesagt, ja, nee, hat sie auch eine Zeit lang gemacht, aber ist sie mittlerweile voll nicht mehr zufrieden mit. Und deswegen habe ich mir was anschnacken lassen. Allerdings mit einem guten Gewissen, weil ich meiner Friseurin echt vertraue. Also sie ist wirklich ultra lieb und sie hat auch wirklich eigentlich ein ganz gutes Auge und sie hat auch immer so ganz schöne innovative Ideen, was ich mit meinen Haaren anstellen könnte. Ich bin da ja irgendwie echt ein bisschen experimentell. Und deswegen habe ich jetzt ein neues Shampoo und weil es von Friseur ist, zeige ich es euch jetzt einfach mal ganz kurz. Und zwar kommt es von Alcina. Das ist die Marke. Neu habe ich einmal das Shampoo. Das ist so cool gelb. Ich mag gelb nicht, aber es ist ganz cool. Und die Spülung muss ich euch jetzt abwechselnd zeigen, weil ich nur eine Hand frei habe. Das ist eine Spülung, beziehungsweise hier auch das Shampoo ist halt anti-trocken, also beziehungsweise ist so ein Hyaluron, heißt es, 2.0. Die Oase für trockenes Haar. Dank der hochwertigen Rezeptur mit Hyaluronsäure und Kaktusfeigenextrakt füllt das Shampoo das Feuchtigkeitsdepot ihrer Haare wieder auf. Und weil sie meint, die sind bei mir unten halt total extrem trocken vom Blondieren halt wohlgemerkt, habe ich mir gedacht, ach komm, da machen wir jetzt mal was gegen. Und da habe ich mir halt die beiden Pflegeprodukte einmal gegönnt. Und sie hat tatsächlich gesagt, es ist tierversuchsfrei. Also die waren tatsächlich da und haben das Werk besucht und haben sich das da alles super angeguckt, weil sie natürlich auch sagen, sie wollen ihren Kunden nur das Beste verkaufen. Danke dafür. Und ich habe gedacht, ich glaube denen das mal. Ich bin jetzt gerade nicht so, dass ich total up-to-date bin, so was ist jetzt ohne Tierversuche, was ist mit Tierversuche. Und ich muss auch sagen, ich habe da ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf geguckt. Aber wenn sie mir schon sagt, dass diese beiden Pflegeprodukte tierversuchsfrei sind, dann bin ich ein bisschen stolz auf mich und kann das auch sehr gut vertreten. Ich habe noch so eine Broschüre dazu bekommen, die ich mir mal durchlesen werde. Ich habe nämlich tatsächlich das Problem, dass ich ein bisschen parfümallergisch bin. Also bei ganz früher war es so, dass ich nur Sebamed benutzen konnte und mittlerweile bin ich zumindest so, naja, Schauma geht. Aber Sayas zum Beispiel geht absolut gar nicht. Also mein Freund verwendet ab und zu mal Sayas, wobei meine Friseurin mir auch gesagt hat, dass das gar nicht geht. Aber mal gucken. Nee, und deswegen will ich das mal mit diesem Alcina probieren. Und sie hat auch gesagt, das soll sehr, sehr lange halten, weil man da wohl nicht so viel von braucht. Und ja, mal gucken, was daraus wird. Also erstmal bin ich auf jeden Fall total zufrieden mit meinen Haaren. Ich bin mal gespannt, wie das hier mit den Strähnen sich entwickelt. Ich habe halt gesagt, wenn es mir dann doch nicht gefällt, kann ich es immer noch überfärben. Und
kann es ja immer noch verändern, wie ich möchte. Es ist halt jetzt blondiert, aber halt nur die Strähnen neu. Und die unten waren ja schon blondiert. Dann kann man sie auch wieder pink färben. Gut, dann sag ich an diejenigen, die eigentlich Beauty nicht so mögen, sorry für diesen kleinen Ausflug in die Beauty-Welt. Für alle anderen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Oder auch an euch natürlich, wenn ihr Beauty nicht mögt. Und ja, ansonsten lasst mal gerne einen Kommentar da, ob ihr schon Erfahrungen mit diesem Shampoo von Alkina gemacht habt oder überhaupt irgendwas von der Marke. Das kann man leider übrigens so frei nicht kaufen. Das ist Friseurprodukt, also das muss man schon beim Friseur kaufen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Kommentar da. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ja, falls ihr noch kein Abo hinterlassen habt, könnt ihr das da oder hier unten irgendwo gerne tun. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Video und bye bye.